Wie guter digitaler Unterricht aussehen sollte, ist eine Frage, die Schulträger, Lehrkräfte, Forschende und Politiker seit Jahrzehnten beschäftigt. Doch ist der Wandel hin zur digitalen Lehre und zum digitalen Lernen noch lange nicht abgeschlossen. Hieran arbeitet unter anderem das Bündnis für Bildung, über das ich heute mit Dr. Christian Büttner, dem ersten Vorsitzenden, und Dr. Anja Hagen aus dem erweiterten Vorstand sprechen möchte. Herr Büttner, das Bündnis für Bildung ist ein gemeinnütziger Verein und ein Zusammenschluss von über 100 IT-Unternehmen, Start-ups, Bildungsinstitutionen, Verlagen und Vertretern der öffentlichen Hand. Was ist denn genau das Ziel des Bündnisses? Ja, das Bündnis für Bildung wurde vor über 10 Jahren gegründet und es geht um die Förderung des Lehrens und Lernens in der digitalen Welt. Denn das ist ja die große Herausforderung aktuell, diese komplexen Dinge zusammenzubringen. Das heißt, auf der einen Seite die Infrastruktur, auf der anderen Seite die Lerninhalte, aber eben auch diese neue Form der Zusammenarbeit. Das heißt, es geht um die Zusammenarbeit von Schulträgern und Schulen, aber eben auch mit der Industrie zusammen, denn nur gemeinsam können diese Probleme, Herausforderungen in Deutschland gelöst werden. Und das ist das Ziel, das das Bündnis für Bildung hat. Frau Hagen, das Bündnis für Bildung setzt hierfür ja auch das Projekt Schultransform um, das auf eine ganzheitliche Transformation bei der Digitalisierung setzt. Was können wir uns denn unter dem Begriff ganzheitlich in diesem Zusammenhang vorstellen? Ganzheitlich bedeutet auf der einen Seite, dass wir eben sowohl Schulen als auch Schulträger begleiten in dem Schulentwicklungsprozess, also eben nicht nur die interne Arbeit in der Schule, sondern auch die Zusammenarbeit mit dem Schulträger, wie Herr Büttner gerade schon gesagt hat. Und auf der anderen Seite, dass wir eben unter Schultransformation nicht nur verstehen, technische Geräte und Infrastruktur in die Schulen zu bringen, sondern eben auch sagen, Schultransformation bedeutet, ich habe eine Vision, ich ändere mein Führungshandeln als Schulleitung oder Schulentwicklungsteam, ich baue ein neues pädagogisches Konzept, ich gestalte die Räume anders, bis hin zu die Personalentwicklungsmaßnahmen darauf abzustimmen, damit das eben alles in Summe funktioniert und eine Veränderung hervorruft. Ja, und wie gestaltet sich das dann konkret im Schulalltag? Das Projekt ist so, dass es quasi auch gegründet wurde oder gefördert wird, um eben sehr skalierbar zu sein. Das heißt, jede Schule, die sich auf den Weg macht, jeder Schulträger, der mit seinen Schulen sich auf den Weg macht, dass er durch Schultransformation eine individuelle Prozessbegleitung bekommt. Das bedeutet konkret, Schulen können sagen, ich will jetzt mal einen Gradmesser haben, ich will mal sehen, wo stehe ich bei dem Thema Vision oder wo stehe ich bei dem Thema Lernräume oder bei Ausstattung. Sie machen dann Fragebögen, bekommen eine Auswertung zurück, sodass Sie sehen können, wo eben gerade Ihr Entwicklungsstand ist, wo Ihre Entwicklungsfelder sind. Und dann gibt es von uns ganz konkrete Handlungsempfehlungen und Unterstützungsinformationen in dem Fall zum Beispiel. Herr Büttner, wenn es im Bereich der Digitalisierung an Schulen noch einen großen Handlungsbedarf gibt, und zwar einen so großen, dass es ja letzten Endes dieses Bündnis für Bildung gibt, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Digitalisierung in dem Schulbetrieb voranzutreiben, wo sehen Sie denn dann die größten Versäumnisse der vergangenen Jahre in der Politik? Nein, ich glaube nicht, dass das Versäumnisse sind. Ich glaube, das, was das Bündnis für Bildung ausmacht, ähnlich wie Sie es bei der Eingangsfrage schon gestellt haben, ist natürlich dieser 360-Grad-Blick auf Bildung. Das heißt, dass eben alle Beteiligten am Bildungsprozess, vor allem im digitalen Zeitalter oder im digitalen Bildungsprozess, hier an einem Tisch sitzen, sich austauschen und die Themen ganzheitlich betrachten. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung. Denn in einem föderalen System in Deutschland ist es natürlich schon so, dass jedes Land, jedes Bundesland seine eigenen Eigenheiten hat oder auch Dinge vorantreiben möchte. Und die große Herausforderung ist natürlich diese Heterogenität. Und ich glaube, das ist natürlich aktuell im digitalen Zeitalter ganz, ganz wichtig, dass wir auf der einen Seite einen Überblick geben, um Politik beraten zu können, eben wie auch im Projekt Schultransform, auf der anderen Seite aber auch technische Herausforderungen zu Standards herbeizuführen. Das heißt, es geht um das Thema Interoperabilität zwischen Systemen, es geht um das Thema OER, es geht um das Thema Lehrerdienstgeräte, also die Umsetzung des Digitalpakts. Und das sind natürlich große Herausforderungen, die in Deutschland, vor denen Deutschland steht. Und da können wir natürlich als Bündnis für Bildung mit unseren Mitgliedern eine sehr gute Expertise liefern. Kommen wir doch einmal zu dieser Expertise, Frau Hagen. Im März hat das Digitalforum Schultransform stattgefunden. Unter anderem ging es dort auch um die Frage, was Schulen jetzt wirklich aktuell brauchen. Was waren denn da die Erkenntnisse, die Sie von dieser Online-Veranstaltung mitgenommen haben?
Wir hatten bei der Online-Veranstaltung ja viele Partner eingeladen, die quasi, wenn man so will, im Feld mit Schulen zusammenarbeiten und mit ihre Schulentwicklungsprojekte begleiten oder eben entsprechende Angebote machen. Und ich denke, die größte Erkenntnis ist immer, dass Schulen ja sehr individuelle Voraussetzungen haben. Sie haben ein unterschiedliches Kollegium, sie haben unterschiedliche Rahmenbedingungen, sehr unterschiedliche, sind auch zum Teil sehr, ja, ihre Eltern, ihre Zielgruppen, wo sie arbeiten, sind unterschiedlich und sie brauchen eine sehr individuelle Unterstützung, die aber nach bestimmten methodischen Formaten funktionieren kann. Und diese methodischen Formate muss man den Schulen zur Verfügung stellen, damit sie sich eben selbst auf den Weg machen können. Denn man kann Schultransformation, so sehr wir das als Gesellschaft wollen, nicht oktroyieren. Es müssen die Menschen ja machen, die vor Ort in den Schulen sind. Und ich glaube, das war mit die größte Erkenntnis, was dann eben, wie man das eben unterstützen kann, auch durch Projekte, durch verschiedene Partner, wie man Schulträger und Schulen zusammen ins Boot holt. Darüber haben wir viel diskutiert bei dem Dialogforum. Sie haben es jetzt gerade gesagt, dass man einen solchen Wandel nicht von oben herab oktroyieren kann. Wie müssten denn dann Lehrkräfte im Schulalltag beteiligt werden, damit dieser Wandel gelingen kann? Na, die sinnvollerweise muss man Schulen dafür auch Raum geben. Die Gespräche, die notwendigen Workshops, die Schulen dafür machen müssen, auch die externe Expertise, die sie sich reinholen müssen, das Netzwerk, das sie aufbauen müssen mit außerschulischen Partnern, das alles braucht ja durchaus Zeit. Das heißt, letztendlich müssen Schulaufsicht, müssen Schulträger diesen Schulen die Zeit eben auch geben, sich damit zu beschäftigen, die entsprechenden ja, auch Maßnahmen zu deklarieren. Sie brauchen Personal. Ich glaube, da kann Herr Büttner noch mal gleich ganz gut was dazu sagen, was das eben auch bedeutet, neue Geräte in den Schulen zu implementieren, Supportstrukturen aufzusetzen, etc. Alles das muss ja auch über Personal und über Zeitressourcen unterstützt werden. Und wie gesagt, wenn man meint, das geht alles sozusagen on top zu der normalen Unterrichts Belastung, die Lehrkräfte haben, dann wird es nicht gelingen. Es wird so sehr, sehr langsam sein und es wird nicht nachhaltig sein. Herr Büttner, wollen Sie das vielleicht gerade gleich ergänzen? Ja, ich glaube, das, was Frau Hagen schon gesagt hat gerade, es geht ja darum, um Nachhaltigkeit zu schaffen. Und wenn man sich überlegt, die Digitalisierung in den Schulen in Deutschland ist natürlich auch sehr unterschiedlich gelaufen in den letzten Jahren, auch in unterschiedlichen Bundesländern. Und Schule ist ja früher so gewesen, dass wir sagen, es gibt einen Schulleiter, es gibt Lehrer, einen Hausmeister und eine Sekretärin. Und die Aufgaben, die an Schule anfallen, werden auf diese vier Gruppen aufgeteilt. Und das funktioniert natürlich in der Digitalisierung nicht mehr. Das heißt, IT-Systeme sind so komplex, dass sie einfach nicht mehr von der Lehrkraft betreut kommen. Das heißt, es braucht, was wir ja im Unterricht schon haben, in der Didaktik und auch in der Pädagogik, diese Professionalität der Lehrkräfte. Diese Professionalität brauchen wir jetzt eben auch in der Erweiterung der Aufgaben in Schule, ob es dann über IT-Unternehmen oder über den sogenannten IT-Hausmeister, der ab und zu ja gefordert wird, läuft. Das ist, glaube ich, nicht das Thema. Es geht aber um eine Professionalisierung von Aufgaben im schulischen System, im schulischen Alltag und vor Ort in der Schule, sodass eben genau das funktioniert, was wir uns ja vorstellen, einen reibungslosen Verlauf vom digitalen Lernen in der Schule. Und das funktioniert natürlich nur, wenn die Geräte und die Hardware und Software vor Ort funktionieren, aber auch die Lehrkräfte, die notwendigen Kompetenzen haben, dies auch anzuwenden. Jetzt haben wir schon über Schulträger, Software, Hardware, Lehrkräfte etc. gesprochen. Aber einen großen Aspekt haben wir natürlich jetzt ausgeklammert, und zwar die Schülerinnen und Schüler. Gerade wenn es um Entscheidungsprozesse geht, werden ja oft Daten über diese herangezogen. Aber wie beteiligt denn das Bündnis für Bildung Schülerinnen und Schüler aktiv an diesem Transformationsprozess? Möchtest du oder? Machen. Na gut, Schüler sind natürlich, wie soll ich sagen, nicht per se, also Mitglied bei uns, ne, durch entsprechende Organisationen oder Institutionen. Wir hatten auf dem letzten Dialogforum, das wir im letzten Jahr veranstaltet haben, auch Schülervertreter dabei. Und ich kann immer nur sagen, immer dann, wenn man in den Dialog mit Schülern kommt, also so wie Sie es gesagt haben, sind es super spannende Erkenntnisse, weil die tatsächlich Anforderungen haben. Sie haben Anforderungen an Schule der Zukunft. Sie haben Anforderungen daran, wie Unterricht und Lehrkräfte funktionieren sollen. Und wir bei Schultransform beispielsweise empfehlen allen Schulen, wenn die Schüler alt genug sind, sie tatsächlich an den Erhebungen teilhaben zu lassen. Also die Frage,
Fragebögen eben nicht nur intern im Kollegium zu beantworten, sondern eben auch Schülervertreter dazu einzuladen, die Schule zu bewerten, zu evaluieren an der Stelle und auch ihre Inputs zu geben. Das geht sehr, sehr gut und ist vollkommen klassisch in Berufsschulen, weil da natürlich die Schüler auch schon ein entsprechendes Alter haben. Aber man kann es ganz bestimmt ab der Mittelstufe, wenn die Schüler 14, 15 und so weiter sind, unbedingt sie einbeziehen, integrieren und dann auch deren Stimmen hören in den Schulentwicklungsprozess. Ich denke, wichtig ist, dass man die Schülerinnen und Schüler auf der schulischen Ebene einbindet, das heißt in der Erstellung des Medienkonzeptes. Das ist, glaube ich, der Ort, wo dann natürlich auch die individuellen Wünsche und aber auch Gedanken der Schülerinnen und Schüler mit einfließen können in die Infrastruktur, aber auch in die Gestaltung des Unterrichts beispielsweise. Ich glaube, das ist die Ebene dafür und das sollte natürlich dann auch in Schultransport oder auch in die Rückmeldung und Diskussionsrunden bei uns mit einfließen. Wir haben zwar Kontakt zu einzelnen Schülerinnen und Schülervertretungen, aber natürlich der partizipative Prozess vor Ort ist aus meiner Sicht viel wichtiger. Jetzt haben Sie schon einmal die Gestaltung des Unterrichts angesprochen, Herr Büttner. Frau Hagen, wie müsste denn abschließend von Seiten des Bündnisses für Bildung der ideale digitale Unterricht aussehen, wenn Sie es noch einmal ganz knapp zusammenfassen müssten? Oh Gott, was für eine Frage. Ich glaube nicht, dass es den idealen digitalen Unterricht gibt. Ich glaube, es gibt ein paar Dinge, die man darüber sagen kann. Ist deutlich individueller, als man ihn, als klassischer Unterricht. Er fördert mehr die Potenziale, die die einzelnen Schülerinnen und Schüler mitbringen. Er ist kreativer in dem Sinne, kommunikativer, partizipativer. Jetzt habe ich aber genug Buzzwords genannt letztendlich. Ich glaube, der ideale digitale Unterricht arbeitet mit den Schülern, die man vor Ort hat, arbeitet mit den Themen, die einem die Umgebung gibt, in der man sich befindet, die den Schülern gerade auf den Nägel brennen und sorgt dafür, dass es für herausfordernde Aufgaben so viel Platz gibt, dass sowohl die Starken als auch die Schwachen sich beteiligen können. Und eben entsprechende Bildungs- und Lernerfahrungen machen. Und Erfahrungen, wie guter digitaler Unterricht aussehen kann, lassen sich dann natürlich auch auf der diesjährigen Didakta-Messe sammeln, wo Sie ja auch vor Ort sein werden. Frau Hagen, Herr Büttner, haben Sie vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben. Herzlichen Dank an Sie für die Fragen.